Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Es ist diesmal eine verklausulierte Einladung ergangen, weil wir das Thema noch nicht genau festgelegt haben. Wir haben es allgemein formuliert mit Neuigkeiten aus der Arbeiterkammer. Und ich kann euch anzeigen, es werden wirkliche Neuigkeiten. Und ich darf das Wort damit schon an Präsident Hubert Hemmer übergeben. Herzlichen Dank. Ja, von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich fahre jetzt einfach gleich mit der Tür ins Haus. Ich lege mein Amt am 3. November nieder und übergebe an den Bernhard Heinzle. Einige Erklärungen dazu. Ein Punkt ist meine interessenspolitische Einstellung. Ich habe immer gefordert, 45 Jahre sind genug, eine alte Forderung der Arbeiterkammer Vorarlberg und auch von mir selbst. Ich halte mich selbst daran. Ich habe am 1.9.1977 die Lehre bei Blum begonnen und habe damit am 1.9.1922 meine 45 Jahre voll. Und habe mich entschieden, in der darauffolgenden Vollversammlung, weil man kann nur in der Vollversammlung zurücklegen und dann eben auch einen Präsidenten wählen, die findet am 3. November dieses Jahres statt, lege ich meine Funktion in jüngere Hände. Es gibt natürlich immer bei so einer Entscheidung persönliche und auch berufliche Aspekte und Gründe. Persönlich ist, denke ich, relativ klar. Ich möchte mich nach vielen Jahren, wo ich nicht so viel Zeit für meine Familie und auch Pflicht für mich gehabt habe, möchte ich mich meiner Familie mehr widmen und auch für mich einige Dinge umsetzen, die mir wichtig sind und interessieren. Ich habe zwar am Anfang meiner Periode oder meiner Funktion gesagt, mich gibt es nur mit der Familie. Ich glaube, ich habe das auch in einem sehr guten Maß umgesetzt. Ich habe immer versucht, auch Zeit für meine Familie und für meine Kinder zu haben. Die waren damals noch relativ klein. Sind jetzt schon erwachsen und ich habe jetzt eine tolle Familie. Ich glaube, ich habe da einiges richtig gemacht und das auch geschafft. Aber natürlich ging nicht alles und es gab zum Beispiel auch vielleicht einmal einen Kindergeburtstag, wo ich nicht dabei war. Das haben wir dann nachgeholt, aber schlussendlich möchte ich mich jetzt einfach meiner Familie widmen, meiner Frau Christine und auch meinen tollen Kindern. Beruflich ich habe in der letzten Zeit einfach gemerkt, dass sich da vieles verändert hat, dass die Zukunft vielleicht jemand anders brauchen würde. Und ich habe vor einem Jahr einen Prozess gestartet in der Arbeiterkammer mit dem Direktor und dem Bernhard und einem Team von Experten, wo wir uns damit beschäftigt haben, was wird in Zukunft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sein und wie muss das dann schlussendlich auch transportiert werden. Und ich habe dann, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, immer mehr gemerkt, dass es wahrscheinlich besser ist, auch in der Kommunikation mit den jungen Mitgliedern eine andere Sprache zu sprechen. Die Digitalisierung schreitet extrem schnell vor sich. Die sozialen Medien beherrsche ich, was man auf meinem Alter, auf meinem Niveau machen kann, aber ich glaube, da gibt es Dinge, die man besser machen kann, um die jungen Leute zu erreichen und die jungen Mitglieder zu erreichen. Und in diesem Prozess habe ich mir immer die Frage gestellt, wäre es nicht besser, wenn das ein junger, dynamischer Präsident machen würde? Und ich habe dann den Bernhard Heinzle gefragt und gebeten, er sollte sich das überlegen. Ich möchte eigentlich zu einem guten Zeitpunkt zurücklegen, wo es dann eben möglich ist, das Ganze zu übergeben. Und er hat sich das überlegt und hat mir zugesagt, er macht es auch. In diesem Prozess der Übergabe war mir ganz wichtig, dass man das nicht wie oft in der Politik so macht, dass man zurücktritt und dann den Nachfolger fragt, ob er es übernimmt und dann muss ich in 3 Stunden entscheiden, ob man es macht. Sondern der Prozess war so, dass man ja den Prozess der Veränderung der Arbeiterkammer und dann die Entscheidung, dass ich es nicht mehr machen werde, den habe ich im Grunde genommen schon vor einem halben Jahr getroffen. Und der Bernhard weiß das und seit einem halben Jahr arbeiten wir auch an dieser Übergabe, weil ich das machen wollte wie in der Privatwirtschaft, wenn eine Führungskraft hier ausscheidet, dann muss das gut vorbereitet sein, begleitet sein und das haben wir in diesem Prozess gemacht und ich denke, wir sind sehr gut vorbereitet. Ein weiteres wichtiges Anliegen, das ich auch immer wieder mit dem Betriebsratsvorsitzenden diskutiere, dass es wichtig ist, seine Arbeit gut zu machen, bis zum letzten Punkt. Und dann, ganz wichtig dazu, schaut, dass man eben einen guten Nachfolger hat und diesem Nachfolger auch die Möglichkeit gibt, in einer
geplanten Übergabe das Gut zu übernehmen. Und ich komme jetzt ins Schwärmen, weil ich jetzt über meinen Vorschlag, über meinen Nachfolger, über den Bernhard Heinze rede. Er ist im Grunde genommen der ideale Nachfolger. Er ist der Präsident der Zukunft, weil er alles hat, was man braucht. Für mich gibt es keinen besseren Nachfolger. Und ich glaube, es wären vielleicht viele Firmeninhaber froh, wenn sie einen Sohn hätten an der Seite, wenn sie das für den Betrieb ergeben würde, der gleich gut gesattelt ist wie der Bernhard Heinz in der kommenden Funktion, die er übernehmen wird. Oder auch politische Menschen, die auch einen Nachfolger brauchen und dann schlussendlich einen guten Nachfolger haben. Den haben wir. Wir haben gestern die Fraktion informiert, dass wir diesen Schritt setzen, und die Fraktion ist meinem Vorschlag gefolgt und hat einstimmig beschlossen, dass wir mit dem Kandidaten Bernhard Heinzle am 3. November in die Vollversammlung gehen. Bernhard Heinzle ist der AK-Vizepräsident, jetzt schon, ist Fraktionsvorsitzender der Fraktion hier in der Arbeiterkammer FCG ÖRB. Ist hauptberuflich GPA-Geschäftsführer und ist schon einige Jahre, ich werde das dann noch genau aufzählen, Mitglied in der GPA-Bundesgeschäftsführung. Ich sage deshalb der Präsident der Zukunft, weil er wichtige Dinge beherrscht und kann. Er ist jung, dynamisch und innovativ und hat aber Erfahrung für seine Jugend, wie man das wahrscheinlich suchen muss. Und diese Erfahrung hat er deshalb, weil er in der Privatwirtschaft gelernt hat, er hat die Lehre bei der Firma König gemacht, hat dort gearbeitet, hat sich schon jung dazu entschlossen und gemerkt, dass er sich für Menschen einsetzen will, ist Jugendvertrauensrat geworden. Dann war er Betriebsrat in der Firma König, hat dann den Wechsel gemacht in die GPA, arbeitet dort seit 22 Jahren in der GPA, ist seit 16 Jahren der Geschäftsführer in der GPA Vorarlberg und seit 7 Jahren Mitglied der Bundesgeschäftsführung in der GPA. Er hat sich auch einen Namen gemacht als KV-Verhandler. Er hat den Sozialversicherungs-KV mitverhandelt und man kann ihn eigentlich auch als Gründungsvater für diesen Sozialversicherungsvertrag bezeichnen. Und jetzt kommt noch die AK dazu. Und auch da ist es unglaublich, mit welcher Erfahrung der Bernhard ausgestattet ist. Der Bernhard ist seit 23 Jahren in der Vollversammlung der Arbeiterkammer. Das heißt also länger als ich, weil ich bin erst seit 18 Jahren in der Vollversammlung. In den 16 Jahren, in denen ich jetzt Präsident bin, hat er 11 Jahre schon an meiner Seite als Vizepräsident mit mir gearbeitet. Und seit 7 Jahren ist er Fraktionsvorsitzender in der Fraktion. Er hat unter anderem, das ist auch wichtig, über den Tellerrand hinaus große Erfahrung, weil er von 2009 bis 2011 in der Sozialversicherung der Vorsitzende des Landesstellenausschusses in der Pensionsversicherung war. Also breit aufgestellt. Und der Bernhard war neben mir immer ein kreativer Kopf, der natürlich in der Fraktion die Interessenspolitik mitgestaltet hat, und ich gehe sogar weiter, die Interessenspolitik auch in der Arbeiterkammer seit vielen Jahren mitgestaltet und mitgeprägt hat und eben auch durch die Geschäftsführung der GPA Führungserfahrung hat. Für mich ist klar, ich werde mich zurückziehen, für den Bernhard ist es Zeit, in die erste Reihe zu gehen und mit seinem Know-how und seinem Engagement jetzt sich für die Agenden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vorarlberg einzusetzen. Und ich hoffe als zukünftiger Präsident, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir zuerst eine gute Wahl in der Vollversammlung und dann alles Gute für deine Zukunft. Und ich bin überzeugt, es ist die richtige Entscheidung, wenn du das machst. Herzlichen Dank. Ja, danke, Hubert, danke für die lobenden Worte. Es ist ein komisches Gefühl, von meinem Präsidenten, Hubert Hemmerle, das zu hören, was ich schon alles gemacht habe.
danke an meine Fraktion, dass Sie mich gestern Abend einstimmig gewählt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und danke, Hubert, an dich für die professionelle Übergabe und die Designierung, dass ich das übernehmen soll. 16 Jahre Arbeiterkammerpräsident Hubert Hämmerle, da ist schon einiges passiert und einiges geschehen. Ich war ja die ganze Zeit dabei. Die Abschaffung der kalten Progression, da waren wir die Ersten, die Arbeiterkammer Vorarlberg, die Unterschriften gesammelt hat an öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte in den Betrieben. Und wir waren der Überzeugung, dass sie abgeschafft werden muss. Jetzt zu deinem Abgang haben sie es dann noch hinbekommen. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Das Thema Ausbildung, duale Ausbildung, war Hubert Hämmerle immer sehr, sehr wichtig. Die Qualifikation, vor 10 Jahren hatten wir mit Egon Blum in der Arbeiterkammer-Vollversammlung darüber beraten, dass es in Zukunft einen Fachkräftemangel geben wird. Wir wurden damals belächelt, wir sollen hier keine Panik schieben, jetzt haben wir diesen Facharbeitermangel und wir haben auch hier Recht behalten, leider. Die letzte Zeit einige innovative Dinge in der Arbeiterkammer entstanden, unter deiner Zeit Digital Campus, die Schafferei und auch das BFI hat Hubert Hämmerle mit neu aufgebaut. Ich habe hier eine ganze Liste, was während deiner Amtszeit der 16 Jahre in der Arbeiterkammer Vorarlberg geschehen ist und gemacht wurde. Einer der Hauptpunkte von Hubert Hämmerle war immer Interessenspolitik vor Parteipolitik. Kürzer und besser kann man es nicht zusammenfassen und es war auch immer wichtig, dass alle Fraktionen zusammenarbeiten und dass diese geeint sind. Und das hat Hubert Hämmerle hingebracht, auf das sind wir sehr, sehr stolz. Es ist mir eine Ehre, diese Funktion, so ich gewählt werde, ausführen zu dürfen. Dieses Haus und das Haus sind nicht die Gebäude, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das so übernehmen zu können, hochqualifiziert, hochmotiviert, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammer, sie sind die Arbeiterkammer und wir, die Funktionäre, sind der interessenspolitische Teil. Was ist zu erwarten, wenn Bernhard Heinzle der neue Arbeiterkammerpräsident werden sollte? Das Wichtigste ist mir, und das habe ich, ist ein Lebensmotto von mir geworden, ein gutes Leben für uns alle. Natürlich mit Augenmerk auf die ca. 165.000 Arbeiterkammermitglieder und das mit vollem Einsatz und vollem Elan, sich dafür einzusetzen. Für den sozialen Frieden, für die Verteilungsgerechtigkeit, da habe ich schon Sorge, dass uns da einiges bevorsteht. Die Dienstleistungen der Arbeiterkammer ausbauen und erweitern und die Arbeiterkammer auch zu stärken. Und das mit den Funktionärinnen und Funktionären und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Das Ziel muss sein, dass wir gute Arbeitsplätze in Vorarlberg haben und hier in Vorarlberg auch auskommen mit dem Einkommen. Und das wird, so stellen wir fest, immer schwieriger. Mir ist sehr wichtig, die Einbindung aller Fraktionen, das noch mehr zu intensivieren, mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten, denn ich denke, wir haben keine Zeit für politisches Geplänkel. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen sehr, sehr unter Druck. Mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten und auch mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten. Sie sind täglich in den Betrieben und können uns sagen, was die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Es geht auch um die Stärkung, das ist natürlich gegeben, weil ich so lange in der Sozialpartnerschaft arbeite, die Stärkung der Sozialpartnerschaft. Es geht um die Sache, die Sozialpartner sind oft schneller als die Politik, haben schnellere Lösungen und zum Teil auch bessere Lösungen. Und daher werde ich, so ich gewählt werde, natürlich auch mit allen Sozialpartnern anschließend gleich Kontakt aufnehmen. Grundsätzlich ist meine Arbeitsweise immer im Team und mit dem Fokus darauf, am Schluss ganz klare Entscheidungen zu fällen und nicht drum herum zu reden. Die Herausforderungen der nächsten
Wochen, Monate und Jahre sind sicherlich die Inflation, das leistbare Wohnen, das uns in Gesprächen viele Kolleginnen und Kollegen mitteilen, dass es gerade für junge Menschen kaum mehr möglich ist in Vorarlberg. Das Thema Energie, das alle betrifft, von der Industrie, Handwerk, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Lohn- und Gehaltsentwicklung, die Kollektivvertragsverhandlungen, die gerade anstehen, die ich auch jahrelang mitmachen und mitgestalten durfte. Die Digitalisierung und deren Qualifizierung und darauf zu schauen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht auf der Strecke bleiben. Der Facharbeitermangel in allen Bereichen und besonders im Pflege- und Sozialbereich ist eine unfassbare Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, dass das Tempo etwas erhöht werden muss in Vorarlberg, auch von der Politik. Die Politik ist nicht für alles verantwortlich. Jedoch, wenn wir als Arbeiterkammer gefordert haben, die kalte Progression abzuschaffen und es dann 14 Jahre später kommt, scheint mir das zu langsam zu sein. Die Arbeiterkammer Vorarlberg, wir haben ein Modell für pflegende Angehörige. Alle wissen, dass das ein Problem ist, dass das ein gutes Modell ist. Wir haben das weiterentwickelt, aber es geht irgendwie nichts voran. Die Kinderbetreuung, alle Sozialpartner, alle sagen, dass das wichtig ist. Aber das Tempo, wie das umgesetzt wird, scheint mir zu langsam zu sein. Der Personalmangel in der Pflege, es werden die nächsten Wochen noch mehr Stationen schließen, es werden noch mehr Betten nicht besetzt sein. Und da scheint mir, der Politik ist das bewusst, aber die fahren zum Teil 30 Stundenkilometer auf der Autobahn, wissen um die Probleme. Und da habe ich gelernt in meiner Arbeit in der Gewerkschaft GPA, wenn es Probleme gibt, benötigt es Lösungen, gute Lösungen, auch schnelle Lösungen und nicht über Jahrzehnte. Das ist einfach zu langsam. Ich bin Arbeitnehmervertreter aus und mit Leidenschaft. Es ist mir eine Ehre, als Arbeiterkammerpräsident Vorarlberg designiert zu sein. Ich werde mich darum bemühen, ein gutes Leben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für uns alle mit vollem Einsatz mich dafür einzusetzen und freue mich darauf wirklich sehr. Okay. Rainer, bitte. Ja, nach diesen doch bemerkenswerten Eingangsstatements muss ich unbedingt noch was dazu sagen. Und zwar möchte ich mich ganz persönlich beim Hubert Hämmerle bedanken für die vielen, vielen guten Jahre, die wir hatten. Der Hubert und ich sind quasi fast zeitgleich ins Amt gekommen. Ich als Direktor, er als Präsident. Ich glaube, und jetzt muss ich uns selber ein bisschen loben, wir haben eines hergebracht, und zwar so, dass die Kammer als Institution gut dasteht, dass wir motivierte Mitarbeiter haben, dass wir ein gutes Betriebsklima haben und dass wir einen kollegialen Umgang, einen Führungsstil gepflegt haben. Das hoffe ich, dass unter dem Bernhard auch so sein wird, da bin ich sogar überzeugt. Und ich möchte mir aber doch namens aller Mitarbeiter der Arbeiterkammer, Hubert, bei dir für dieses gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen bedanken und wünsche dir für den nächsten Lebensabschnitt alles, alles Gute. Danke sehr. So, und jetzt gibt es Fragen an den abtretenden und den neuen designierten Präsidenten. Bitte. Ich bin auch zur Kollektivvertragsverhandlung. Entschuldigung, die Stimme. Man hat jetzt in letzter Zeit viel gehört von Industrieunternehmen, großen, die plötzlich einen Nachfragerückgang verzeichnen und dann auch für die Arbeitnehmer Konsequenzen angekündigt haben. Vermuten wir also eine konzertierte Aktion hinter diesen plötzlichen auftauchenden Nachfragerückgängen, die da kommuniziert sind und medial verbreitet wurden? Einen Satz noch übergebe ich an dir. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir jedes Jahr. Also es ist immer so, dass es im Sommer schlechter wird, bis in den Herbst, dann sind die Kollektivvertragsverhandlungen. Da gibt es das kollektive Jammern vorher, bevor die Kollektivvertragsverhandlungen beginnen. Und zur Überraschung von allen gibt es dann im Normalfall im Januar oder im Februar die Erfolgsmeldungen, dass es super gelaufen ist. Wir sind sicher in einer schwierigen Situation und wir glauben auch, dass es dem einen oder anderen Unternehmen nicht so gut geht. Aber ich glaube schon, dass hier wieder ganz viel Meinung gemacht wird und Stimmen gemacht wird, damit die Kollektivvertragsverhandlungen, ich sage jetzt mal, schwieriger werden. Bernhard, du hast mehr Erfahrung? Die Situation ist schwierig, das ist nachvollziehbar.
Es ist jedoch so, dass es noch kein größeres Problem ist. Also die Kollektivvertragsverhandlungen, das sind sich alle bewusst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen nun mal mehr Löhne, denn sonst wird auch die Kaufkraft sinken. Und das Gute ist, die Sozialpartner haben in den Kollektivverträgen dafür vorgesorgt, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, dass es möglich ist, Stunden abzubauen. Und eine gewisse Abkühlung am Industriemarkt ist gar nicht so schlecht, denn es gibt tausende Überstunden, die jetzt abgebaut werden kann, überstehen ja einen Urlaub. Daher sehe ich da noch kein Problem. Hubert, ich würde dich gerne mit einer halbwegs tagfenstigen Nähe überrascht, weil ich unvorbereitet da gekommen bin. Zu den Gründen, du nennst natürlich zuerst die Familie. Der Bernhard hat es aber auch gesagt, du bist immer jemand gewesen, der die sozialen Interessen sehr vorangestellt hat, sehr verbindend agiert hat. Wie sehr hat es dich möglicherweise aber auch frustriert, jetzt in dieser politischen Zeit, die wir gerade haben, versuchen zu müssen, diese Interessen durchzubringen? Ich sage mal, die ÖVP hat sich auch sehr bundesweit anders aufgestellt, dargestellt. Ich habe das Gefühl gehabt, bei dir hat man manchmal den Frust durchaus herausgehört in Richtung Bundespartei, auch deiner eigenen Fraktion. Wie selbst gedacht ist mit deiner Rolle? Also wenn man es normal mal rausgehört hat, dann habe ich was falsch gemacht. Man hätte es einfach immer hören sollen. Ja. Na, ich glaube, das weiß jeder. Und jeder, der mich kennt und schon länger kennt, der weiß ganz genau, dass ich immer die Interessen der Arbeitnehmer in den Fokus gestellt habe und mir war es komplett egal. Und das ist mir heute noch und ich bereue da auch nichts, dass ich immer gesagt habe, was ich denke. Und wenn die Partei einen Weg gegangen ist, der für mich, und das habe ich auch klar und deutlich gesagt, Weg geht von den christlich-sozialen Werten und da alles liegen lässt, was uns wichtig ist, dann habe ich das auch gesagt. Und ich glaube, das wissen alle. Ich habe das auch öffentlich dazu mal gesagt. Ich gehe bei dieser türkisen Partie nicht mit. Ich habe Kurz kennengelernt und ich habe das auch öffentlich schon mal gesagt. Ich habe den nie gewählt, auch wenn man es vielleicht nicht geglaubt hat, das ist die Wahrheit. Ich habe ihn nie gewählt, weil er die Werte, die mir in dieser Partei wichtig waren, nicht getragen und nicht gelebt hat. Wurde dann oft angefeindet in der eigenen Partei. Ich soll doch die Partei verlassen, ich sei ein Verräter und so weiter. Und ich habe dann mit einem Einfahrensatz geantwortet, nein, nicht ich muss die Partei verraten, weil ich halte die Werte dieser Partei hoch, die christlich-sozialen Werte. Es müssen eigentlich die Verräter dieser Werte gehen und es wären andere. Es ist aber nicht der Frust, der mich dazu treibt, aufzuhören. Diese Auseinandersetzung habe ich auch geliebt, ich mag das. Also das hat mich immer motiviert, eben dann für die Interessen einzustehen und diesen Fight auch zu führen. Es ist eher die gesamte Veränderung. Ich habe dann einfach gemerkt, wie wir in diesen Prozessen tief gearbeitet haben, dass da einfach Dinge auftauchen, die nicht mehr mir entsprechen und die ich nicht mehr transportieren kann. Und da werden Fachbegriffe verwendet im Bereich der Grundlagenforschung, der Kommunikation, wo ich gesagt habe, na, Hubert, das bist du eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, wenn man merkt, dass die Zeit gekommen ist, dass jemand das besser machen kann. Und dafür ist mir das Amt einfach zu wichtig und diese Position zu wichtig, um einfach zu sagen, ich wurschtel irgendwie weiter, das wollte ich nicht. Und ich will das zu 100% machen. Und ich habe, wie gesagt, das Glück gehabt, den Bernhard an meiner Seite zu haben, wo ich genau weiß, der macht das einfach neu und anders und der passt in diese Zeit. Und damit habe ich einfach für mich die Entscheidung getroffen, für mich ist es Zeit und das Ende ist da. Ich werde mich in vielen Dingen auch weiter engagieren, aber es braucht jetzt einen neuen Präsidenten, der diese Arbeiterkammer in die Zukunft führt und das ist halt eben für mich der Bernhard, weil er, hab's eh schon angeführt, alles hat und dürfen es die Jungen dran und ich kümmere mich um andere Dinge in meinem Leben. Dann hat es also sehr wohl eine Rolle gespielt. Jetzt muss ich fast nachfragen, hat es quasi einen Druck von außen gegeben, sogar dass die Bundespartei den unliebsamen Hubert Hemmerlin verantwortlich ist? Nein, die Bundespartei wird wahrscheinlich heute aber ein Fest machen, weil sie jetzt von euch erfahren, dass ich zurückgetreten bin. Das weiß niemand, da ist nie etwas gemacht. Und der Druck der Bundespartei, wenn es ihn gegeben hätte, wird es gibt ihn null. Also das, wenn es ihn gegeben hätte, hätte es mich nicht interessiert.
Das ist so, auch von der Landespartei nicht. Das ist eine Entscheidung, die wir eigentlich aus dem Prozess raus miteinander getroffen haben. Und ich habe dem Bernhard versprochen, wenn ich mein Amt in deine Hände lege, dann wird das gut vorbereitet sein. Und wir machen das und wir treffen diese Entscheidung, wer geht auch in die nächste Wahl. Bist du der beste Kandidat oder soll ich das als alter Hase nochmal machen? Wir haben uns entschieden dafür und ich mich persönlich, es ist für mich Zeit aufzuhören, wie gesagt, mich anderen Dingen zu widmen und der Junge, der soll jetzt ran, der macht es gut und der hat alle Fähigkeiten, die er dafür braucht und das ist der Grund. Also meine persönlich, zutiefst persönliche Entscheidung, abgestimmt mit dem Bernhard, für mich als Person und für die Zukunft der Arbeiterkammer. Wenn man das Innenpolitische quasi abhandelt, wenn man es geopolitisch sieht, das ist gerade die Zeit der multiplen Krisen, wie sehr hat dich möglicherweise auch das belastet und Bernhard, wenn ich das dann gleich an dir stellen darf, was kommt da auf dich zu, Stichwort Teuerung, wie willst du da konkret klären gehen? Aber vielleicht sagst du, wenn ich kann, hat das auch mitgespielt, dieses Zukunftsszenario, das jetzt auf einen zugekommen wäre, wenn man noch weitermacht. Nein, wie gesagt, nicht das Szenario, sondern eher die Art, wie man mit diesen Dingen umgehen muss. Und ich glaube, da gibt es eben die bessere Person, die das machen kann. So eine Krise ist natürlich auch ganz eine spannende Zeit und vor allem für uns, weil wir uns natürlich positionieren müssen. Wir sehen natürlich die Auseinandersetzung, das, was die Angelika angesprochen hat, mit der Industrie, wie sie sich positioniert, wie wir dagegen halten müssen, wie wir die Argumente finden müssen. Das habe ich immer als spannend empfunden und mache das auch gerne und habe das auch immer gerne gemacht. Aber wie gesagt, jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich, dass das der Bernhard übernimmt. Jetzt haben wir gesagt, er ist designiert und wird in der Vollversammlung vorgeschlagen als neuer Präsident. Da haben wir ja keine absolute Mehrheit mehr. Hat es so Gespräche gegeben mit anderen Fraktionen, wie es da aussagt? Beantwortet sehr schön. Wir haben, es hat wirklich niemand gewusst, wirklich niemand gewusst. Und die anderen Fraktionen wurden, die Fraktionsvorsitzenden habe ich gestern Abend über diese Pressekonferenz und über diesen Schritt von Hubert Hemmerle informiert. Es gab keine weiteren Gespräche. Zur Frage der Herausforderung, was wird der neue Arbeiterkammerpräsident, wenn es dann wird, machen, Bernhard Heinzle. Wenn ich wüsste, was die Lösung wäre, dann würde mir wahrscheinlich ganz Europa, die Bundesregierung und alle viel Geld geben und ich müsste gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich persönlich habe die Lösung nicht. Es gibt viele Expertinnen und Experten, was ich überzeugt bin als Arbeitnehmervertreter, beispielsweise bei der Inflation, dass das Preismonitoring sofort eingeführt werden muss und dort aus meiner Sicht viele Leute eingestellt werden müssen. Denn es ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso das gewisse Dinge teurer werden. Holz, das vor 2 Jahren geschlägert wurde, kostet jetzt das Vierfache. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ein Preismonitoring. Gleichzeitig zum Thema Energie. Uns wurde erklärt, wir leben von Vorarlberg, von der Wasserkraft alleine. Ich stelle die letzten Wochen und Monate fest, wir leben nicht von der Wasserkraft alleine. Das scheint mir eine Mehr zu sein. Wir haben Wasserkraft, wir sind noch in einer glücklichen Lage. Aber auch da sollten wir gewisse Themen und Dinge angehen. Und bei den Lohn- und Gehaltsentwicklungen, das machen die Gewerkschaften, das macht nicht die Arbeiterkammer. Wir können jedoch die Gewerkschaften, Betriebsrätinnen und Betriebsräte unterstützen und wir benötigen ordentliche und gute Lohnerhöhungen und Gehaltserhöhungen. Gibt es in der Gewerkschaft schon eine Nachfolgeregelung oder hat sich das überhaupt? In der Gewerkschaft GPA in Vorarlberg gibt es eine Nachfolgeregelung, ja. Ich kann und will das jetzt noch nicht. Die beraten noch. Das hat niemand gewusst, dass wir heute diese Pressekonferenz machen. Ich sage da einen Satz dazu. Also alles, was dahinter an Personalentscheidungen gefällt ist, das haben wir alles vorbereitet. Das haben wir mit der Fraktion gestern besprochen. Auch dieses Paket wurde von der Fraktion abgesprochen. Aber es bedarf natürlich noch anderer Gremien, die das entscheiden müssen, vor allem in der GPA. Und darum einfach die Bitte, dass wir da den Namen nicht sagen können, weil zuerst müssen die auf den Vorschlag von Bernhard dann reagieren und den Geschäftsführer vorschlagen. Das muss auch in die Bundesgeschäftsführung bei der GPA. Okay, noch weitere Fragen?
Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen und hoffe auf eine gute Berichterstattung. Dankeschön.